Um Nachfolge zu verstehen, mach dich Hashtag Bibelfit. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Heute kannst du endlich die Früchte von etwas ernten, woran viele aus dieser Community hier und ich seit Wochen zusammengearbeitet haben. Ein schneller, praktischer Überblick über was die großen Gruppen von Christen in Deutschland glauben, welche Glaubensrichtungen es gibt und diese Konfession kurz erklärt. Das heißt, was ihre Autoritäten sind, also Dinge, die sie wertschätzen und die sie nicht so wertschätzen, ja? Was viele Gläubige dort über die Bibel denken und wie sie mit ihrer Bibel umgehen, was sie über Jesus denken und fühlen, wie sieht ihr Glaube im Alltag aus und woran erkennst du das? Was denken sie darüber, anderen Menschen von ihrem Glauben weiterzuerzählen? Und am Schluss gehen du und ich gleich kurz, aber ehrlich, auf die echten Gefahren ein, ja? Die es bei jeder Konfession gibt und werden da den Finger in die Wunde legen. Weil nur sobald wir Dinge ehrlich aussprechen und ehrlich sehen, können wir als Christen das auch angehen und wirklich und ehrlich besser werden. Deshalb schau dieses Video bis zum Ende, weil darauf gehen wir am Ende drauf ein und da kannst du dir das auch downloaden und weitergeben und dann beenden wir diesen Input mit dem schlechten Witz der Woche. Bevor wir starten, kannst du ganz kurz der Community hier mithelfen, dass solche christlichen Inhalte in sozialen Medien nicht verborgen werden? Bist du gerade auf Insta, dann doppeltipp doch mal rasch auf dein Handy. Und bist du auf YouTube? Das wissen viele Leute nicht. Indem du diese Glocke unter diesem Video drückst, kriegt YouTube ein Signal und zeigt auch nicht-christlichen Nutzern mehr christliche Inhalte an, die sie ansprechen können. Ziemlich gut, oder? Also, drück doch mal kurz mit die Glocke, das hilft mehr als du denkst. Vielen Dank. Also, wir gehen jetzt durch diesen Überblick durch die Konfessionen durch. Den gibt's gratis im Link unter diesem Video. Dazu gleich. Der ist entstanden aus dem Austausch mit der Community hier. Zum Hintergrund. Ich habe das große Privileg, Teil dieser Online-Community zu sein. Ja? Aus Christen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über Instagram und YouTube reden wir zusammen von derzeit über 11.000 Christen. Tendenz steigend, ja? Und dann nochmal über die doppelte Anzahl auf Facebook dazu. Ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht, das müssen andere Leute einschätzen. Aber ich kann dir sagen, dass ich im wöchentlichen Austausch mit dir und euch bin und mehrere hundert Nachrichten pro Monat bekomme. Viele, die hier schreiben, sind neu im Glauben und wollen sich orientieren. Andere sind seit Jahren oder Jahrzehnten Christen und in Freikirchen, evangelischen Landeskirchen oder der römisch-katholischen Kirche. Und in den vergangenen Wochen habe ich Umfragen in dieser Community hier gemacht, vielleicht erinnerst du dich, die von Tausenden hier gesehen worden sind. Und mit mehreren hundert von euch zusammen habe ich zusammengearbeitet, um diese Übersicht zu erstellen, die du hier gratis mitnehmen kannst über den Link in der Videobeschreibung. Das kannst du nutzen für deine Jugendstunden, für den Rallye-Unterricht oder um dich selbst zu orientieren und einen Überblick zu gewinnen. Dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir endlich ins Thema starten. Deshalb überspringe ich mal diese ganzen selbstverständlichen Disclaimer, ja, dass das alles jetzt extrem stark vereinfacht ist, ja, dass es ums Praktische hier und jetzt geht, nicht um irgendwelche historischen großen Hintergründe, ja, dass man das differenziert betrachten muss und dass das alles von jedem Christen und in jeder Gemeinde etwas anders ausgelebt wird, ja, dass ich das alles durch meine eigene subjektive Brille sehe und bewerte und so weiter, ja. All das ist ja logisch. Das findest du auch in der Übersicht. Deshalb sage ich jetzt nicht bei jedem zweiten Satz, es kommt immer drauf an, ja, weil wir sonst nie zu Potte kommen und ich blende das jetzt auch nicht dauerhaft ein, weil das wäre irgendwie albern, ja. Das heißt, ich gehe auch auf meine persönliche Geschichte mit dieser Konfession ein, um meine eigene Voreingenommenheit für dich transparent zu machen, ja, weil ich bin voreingenommen, ich habe eine sehr deutliche Position und das will ich gar nicht verheimlichen. Ich kann also nicht versprechen, dass es dir gefällt, aber ich verspreche, ehrlich zu sein. Also, ich habe der Community im Laufe der letzten Wochen ein paar Fragen gestellt und dann aus aberhunderten Antworten, ganz subjektiv, ein paar Best-of-Antworten ausgewählt, die am besten auf den Punkt bringen, worum es in dieser Glaubensrichtung geht. So, und jetzt legen wir los und gucken uns bei der heutigen Konfession an, die Autoritäten, wer oder was hat da eigentlich das Sagen, was viele Gläubige da über die Bibel denken und wie sie mit ihrer Bibel umgehen, was sie über Jesus denken und fühlen und wie sieht ihr Glaube im Alltag aus und woran erkennst du das? Was denken sie darüber, anderen von ihrem Glauben zu erzählen? Und am Schluss gehen du und ich gleich ausführlich und ehrlich auf die echten Gefahren hierbei ein. Okay, zur römisch-katholischen Kirche. Also zu meiner Voreingenommenheit.
Ich persönlich habe viele Sympathien mit dem Katholizismus. Das klingt jetzt vielleicht seltsam in Anbetracht von aller sachlicher Kritik, die ich gleich anbringen werde. Deshalb will ich das kurz begründen. Ja? Weißt du, abgesehen von positiven biografischen Erlebnissen, die ich selbst gemacht habe, denk mal ganz kurz drüber nach. Ja, jetzt mal for real. Ne? Stell dir mal einfach vor, es kommen Mars-Menschen, die es nicht gibt, und landen hier auf der Erde und wollen sich ein Bild darüber machen, was eigentlich das Christentum ist, wie das Christentum aussieht. Ja? Die würden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Antwort zu dem Schluss kommen, aha, das muss wahrscheinlich einfach die römisch-katholische Kirche sein. Ja? Die römisch-katholische Kirche ist die größte, zahlenmäßig größte Organisation der Welt. Ja? Sie hat es wirklich hinbekommen, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen, im 21. Jahrhundert eine weitgehende Einheitlichkeit, eine weitgehende Corporate Identity, wenn du so willst, zu wahren von ihrem Auftreten und Stand heute im 21. Jahrhundert, trotz aller Übel, ja, und trotz allem, was in der Vergangenheit und Gegenwart schief lief und läuft, ja, da gehen wir gleich drauf ein, rettet die Diakonie und retten die sozialen Missionen der römisch-katholischen Kirche heute buchstäblich jeden Tag Menschenleben. Das wollen wir auch mal anerkennen, ja. Und auch wenn du persönlich mit den Ergebnissen der römisch-katholischen Kirche nicht immer einverstanden bist, bin ich auch nicht, ja. Das ist trotzdem spürbar ein echtes Ringen darum, wie sie die Grundlagen ihres Glaubens mit der Welt da draußen zusammenbringen können und wollen. Ja? Als ich persönlich so viele Jahre meines Lebens evangelische Theologie studiert habe, habe ich viel weniger Lehrveranstaltungen an der katholischen Fakultät besucht, als ich wollte, weil mein Privatleben ein völliges Chaos war, habe ich ja im vorletzten Buch drüber geschrieben, und das mit dem Pendeln zur katholischen Fakultät, also dem Hin- und Herfahren, in der Praxis einfach nicht gut funktioniert hatte. Ja? Was ich dann aber getan habe, war katholische Literatur lesen. Ja? Also nicht Kitschromane, sondern Lehrbücher von katholischer Theologie von vorne bis hinten und dann das nächste. Und das im Dutzenderpack. Und das über Jahre zusätzlich zu dem normalen Lesepensum. Ja? Das heißt, eine ganze Reihe der Bücher, die du hier hinter mir siehst, in dem Regal, in dem da unten und da vorne und so weiter und so fort, sind tatsächlich katholische Fachbücher. Ja? Das heißt, falls du ein katholischer Doktorand wärst hier in diesem Zimmer, du würdest dich sehr wohlfühlen. Zum einen hat mich das persönlich massiv interessiert, zum anderen habe ich dadurch erst so richtig klar meine eigene Konfession verstanden. Warum? Weil ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Katholizismus deutlicher und klarer sehen konnte. Und zum dritten hatte ich damals selbst einfach fest vor, in katholischer Konziliengeschichte zu promovieren und meine Doktorarbeit zu schreiben. Und für religionsphilosophische Untersuchungen zu dieser Konziliengeschichte habe ich damals meinen ersten bundesweiten Forschungspreis bekommen. Katholische Theologie, Geschichte und Gegenwart war also damals ein großes Steckenpferd von mir und gerade deswegen stehen mir die Kritikpunkte auch so deutlich vor Augen, dazu gleich. Nur eine Sache, ja, in manchen christlichen Kreisen ist das Wort Katholik, ja, manchmal regelrecht zum Schimpfwort geworden. Und ich glaube, das geht gar nicht. Und das ist etwas, was wir als Christen uns wirklich massiv abgewöhnen sollten. Autoritäten. Also die Frage, wer oder was eigentlich was zu sagen hat, das ist tatsächlich die Knackfrage im Katholizismus. Also fangen wir mit der an. Jetzt tief durchatmen. Einmal gibt es im Katholizismus natürlich die Bibel. Aber das ist möglicherweise eine andere Bibel, als du kennst, weil die Bibel in der römisch-katholischen Kirche, die hat einen anderen Umfang. Die ist deutlich dicker als die Bibel zum Beispiel in der evangelischen Landeskirche und mit Sicherheit in den meisten evangelischen Freikirchen. Das ist also ein Ding für sich, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber mindestens neben der Bibel, gibt es daneben auch die römisch-katholische Überlieferung, die römisch-katholische Tradition, ja, das Depositum Fidei, da kommen wir gleich drauf, das als mindestens gleichwertig gesehen wird mit der Bibel. Das heißt, und das ist jetzt ernst gemeint, ja, ich begründe es gleich, wenn die Bibel das eine sagen würde und die als gültig anerkannte römische Überlieferung würde etwas anderes sagen, dann würde man sich im Katholizismus an die Überlieferung halten über der Bibel. Jetzt denkst du vielleicht, what? Tief durchatmen ist ein wichtiges Thema, ja? Hysterie hilft jetzt nicht, sondern wir brauchen einen kühlen Kopf. Also pass auf. Nachdem Martin Luther und Melanchthon, ja, und die anderen Reformatoren vor 500 Jahren, nachdem die europäische Geisteslandschaft für immer verändert hatten, musste die römische Kirche damals irgendeine Antwort darauf finden. Das haben sie schließlich
endlich getan, als sie endlich das einberufen haben, was wir heute kennen als das Konzil von Trient. Das Konzil von Trient, also eine Zusammenkunft von Bischöfen in der norditalienischen Stadt Trient. Das ist, by the way, eine super schöne Stadt, falls du da mal irgendwie Pause machen kannst. Da gibt's richtig leckere Donuts. Wie auch immer. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und dieses Konzil von Trient, das zählt zu den Top 30 einflussreichsten und folgenschwersten Momenten der Weltgeschichte. Ja? Was hier passiert ist, ist mein Ernst, ist, dass die römische Kirche festgelegt hat, wie sie ab dann sein möchte, was sie für wahr hält, was sie für falsch hält, ja, wie sich die Gläubigen und die Angehörigen der römischen Kirche zu verhalten haben, ja. Klar, ja, du und ich, wir könnten jetzt noch bis nachts um drei diskutieren, ob davon nicht einiges später relativiert wurde im Zweiten Vatikanum und so weiter. Aber der Punkt ist, ja, dass die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, dass die das Leben von Abermillionen und Milliarden Menschen für Jahrhunderte bis heute beeinflussen, zum Guten wie zum Schlechten, ja, und vom ewigen Schicksal der Menschen ganz zu schweigen. Das ist also eine ganz große Sache. Und wenn du heute also wissen willst, was der römische Katholizismus lehrt, dann kommst du an zwei Büchern nicht vorbei. Das eine ist hier der sogenannte Denzinger, ja, manchmal abgekürzt mit DH. Das ist das Kompendium der Glaubensbekenntnisse und der kirchlichen Lehrentscheidungen. Ja, da sind also ganz frühe antike Texte noch drin, die teilweise dann auf Griechisch und auf Deutsch nebeneinander stehen. Hier haben wir mal so eins zum Beispiel. Dann stehen natürlich ganz viele Texte aus späteren Konzilien dabei. Dann stehen auch Texte dabei, die Päpste oder Bischöfe von Rom geschrieben haben, manche Edikte, Rundbriefe und so weiter und so fort. Das ist nun das eine. Und daneben gibt's noch ganz praktisch für die Westentasche den Katholizismus der katholischen Kirche. Ist also deutlich kleiner. Ja. Das ist nicht so wissenschaftlich. Da stehen also keine riesig großen, ja, Wörter in anderen Sprachen drin. Jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und das nimmt so die wichtigsten Texte aus diesem Denzinger raus. Die wichtigsten Texte, die heute gültig sind, und erklärt noch ein bisschen was drumherum sozusagen. Das heißt, das ist das für die Westentasche. Das ist die Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage. Und das ist sozusagen das, was heute unbedingt gilt. Okay? Das bedeutet also, dass die römische Kirche zwei Quellen anerkennt, aus denen sie denkt, dass Gott durch sie zu uns spricht. Ja? Das ist einmal die Bibel selbst mit Jesus drin und einmal, denken sie, spricht Gott durch die Institution der römischen Kirche selbst. Also um fair zu bleiben, sie sagen, Zitat, obwohl die Offenbarung abgeschlossen ist, das heißt, obwohl das, was Gott der Menschheit mitteilen wollte, obwohl er damit fertig ist, sagen sie weiter, ist ihr Inhalt nicht vollständig ausgeschöpft, aber das kommt aufs Gleiche hinaus. Das würde jetzt zu weit führen, weil das mit dem leider unhistorischen Mythos der sogenannten apostolischen Sukzession zu tun hat. Ja? Dieser Mythos, der sagt, dass die 12 Apostel von Jesus, ja, dass diese 12 Apostel angeblich die ersten Gemeindeleiter in der Christenheit persönlich eingesetzt hätten, dass sie die damals schon gedacht hätten als Bischöfe für eine spätere Weltkirche und dass angeblich seitdem diese ersten Gemeindeleiter alle späteren Gemeindeleiter eingesetzt hatten und die dann, die sie eingesetzt hatten, die weiter und immer so weiter, ohne Unterbrechung bis zu den heutigen römisch-katholischen Bischöfen und natürlich ganz wichtig bis zum Bischof von Rom, den du heute als den Papst kennst. Das ist leider Geschichtsverfälschung, tut mir leid, aber darum geht's gerade nicht. Der entscheidende Punkt ist, was die römische Kirche behauptet zu dieser Überlieferung, also zu dem, was Jesus sozusagen gesagt hat, den Aposteln, was aber nicht in der Bibel drinsteht und was heute weitergegeben wird. Also das, was die Kirche früher selbst und heute sagt. Hör mal rein. Zitat, die heilige Überlieferung, das ist das, worum es jetzt geht, also das, was Gott angeblich der Menschheit sagt, was nicht in der Bibel drinsteht, sondern was eben Gott der katholischen Kirche und durch die katholische Kirche sagt. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter. Heißt es weiter? Damit sind beide mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und dem gleichen Gefühl der Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Also nochmal, die Bibel und die katholische Tradition, wäre das beides hier, heißt es dann in der katholischen Tradition wohlgemerkt, sind beide mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Ja? Dann heißt es weiter, die heilige Überlieferung und die heilige Schrift
bilden die eine der Kirche anvertraute heilige Hinterlassenschaft des Wortes Gottes. Heilige Hinterlassenschaft steht im lateinischen Text das Wort Depositum Fidei. Damit ist also gemeint, das, was sozusagen, ja, was Gottes Offenbarung ist, die nicht in der Bibel steht. Merkst du was? Die Idee dahinter ist einfach, dass es angeblich Glaubenswahrheiten gibt, die nicht in der Bibel stehen, weil Jesus sie angeblich nur den Aposteln anvertraut hat und die Apostel das heimlich den Gemeindeleitern weiterzählt haben und die ihren Nachfolgern bis heute. Ja? Hör mal rein, was es dazu heißt. Zitat, wir glauben, heißt es dort, dass diese Wahrheit und Lehre, also überhaupt Wahrheit, Glaubensverhalten ist gemeint, in geschriebenen Büchern, dann ist die Bibel gemeint, und in ungeschriebenen Überlieferungen enthalten sind, die von den Aposteln aus dem Munde Christi selbst empfangen oder von den Aposteln selbst auf Diktat des Heiligen Geistes, gleichsam von Hand zu Hand weitergegeben, bis auf uns gekommen sind. Also es gibt laut katholischer Lehre also eine nicht niedergeschriebene Bibel, die aber genauso, mindestens genauso verbal inspiriert wäre wie unsere Bibel. Dann geht es halt weiter. Das Konzil folgt dem Beispiel der rechtgläubigen Väter und nimmt an und verehrt mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht, was wir gerade schon hatten, alle Bücher, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments, da der eine Gott Urheber von beiden ist, sowie, und jetzt kommt der entscheidende Satz, das ist einer der wichtigsten Sätze der Menschheitsgeschichte, sowie auch die Überlieferungen, ja, also damit ist gemeint, das Depositum Fidei, die Tradition, das, was also unausgesprochen ist, was nicht in der Bibel steht, sowohl die, welche zum Glauben, als auch die, welche zu den Sitten gehören, als entweder wörtlich von Christus oder vom Heiligen Geiste diktiert und in beständiger Folge in der katholischen Kirche bewahrt. Der ein oder andere, ja, der das jetzt mit dir zusammen hört, der wird Schnappatmung kriegen. Bleib mal ganz cool. Das, was wir gerade gelesen haben, ja, das ist leider eine unhistorische Behauptung und es gibt herzlich wenig Gründe davon auszugehen, dass das so stimmt. Aber wenn es stimmen würde, ja, und wenn Gott wirklich auf diese zwei Weisen mit der Menschheit sprechen würde, ja, und das im Zweifelsfall in der römischen katholischen Kirche bewahrt wäre, und nur dort. Ich will mal kurz eine Lanze dafür brechen. Da ist schon eine gewisse Logik dahinter. Ja? Warum? Guck mal, was es heißt. Wir verehren mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht alle Bücher der Bibel, sowie auch die Überlieferungen, als entweder wörtlich von Christus oder vom Heiligen Geist diktiert und in beständiger Folge in der katholischen Kirche bewahrt. Ja? Wenn du dich also wirklich darauf einlässt, ja, und das ist einer der wichtigsten Sätze der Menschheitsgeschichte, wenn du dich wirklich darauf einlassen wolltest, und dieses Gedankenexperiment war bei mir so der Schlüssel zum Katholizismus, ja, dann ergibt eine unglaubliche Menge von Dingen im Katholizismus auf einmal enorm Sinn, ja, und du hast ein ganz anderes Mitgefühl und eine ganz andere Empathie für viele Probleme unserer katholischen Freunde, ja. In der Praxis gibt es eine weitere, dritte Autorität, das ist die römische Kurie. Die römische Kurie, das ist das, was du auf YouTube-Dokumentationen und Ähnlichem manchmal siehst, also der Papst vorsteht, so der römische, ja, wenn es eine Partei wäre, würde man sagen, der Machtapparat, ne, der Papst vorsteht. Und der Papst gilt so als die oberste irdische Autorität, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist so die Überlegung dahinter. Wo steht das? In der Überlieferung. Was denken viele katholische Kirchenchristen über die Bibel? Also sie denken, dass die Bibel einer von zwei Wegen ist, auf denen Gott sich bindend mitteilt. Ja? Das muss also, was in der Bibel steht, durch die Überlieferung ausgelegt werden. Und damit ist die Bibel de facto der kirchlichen Autorität unterstellt. Ja? Weil wenn das am Ende das letzte Wort hat, ist ja klar. Heißt es dazu, die Aufgabe, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes authentisch auszulegen, also damit auch die Bibel, ist alleine, also ausschließlich, dem kirchlichen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das heißt, nur das kirchliche Lehramt, also die Kurie, nur die, ja, wenn du so willst, der römisch-katholische Machtapparat, nur der hat die Autorität und die Macht, die Bibel gültig auszulegen. Das heißt, was sie sagen, was in der Bibel steht, das gilt dann auch und steht in der Bibel. Dazu ergänzt nochmal der Katechismus, die Aufgabe, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes authentisch auszulegen, ist allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt den Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, dem Papst, anvertraut. So,
Damit ist nochmal ganz deutlich klar, das heißt die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom. Und weil Gott heute angeblich hauptsächlich mit der römischen Kirche sprechen würde, die angeblich Gottes wahre Stellvertretung auf Erden wäre, deshalb kann angeblich nur die römische Kirche sagen, was richtig und falsch ist und soll angeblich das letzte Wort bei der Bibelauslegung bekommen. Nochmal, ich sage nicht, dass das stimmt und ich denke nicht, dass das stimmt, weil es nachweislich auf widerlegten Dingen aufbaut. Aber ich sage, dass es in sich gesprochen irgendwie logisch ist. Das eine ist also, dass katholische Christen eine andere Bibel haben als die meisten anderen Christen auf der Welt. Ja? Die meisten christlichen Bibeln auf der Welt bestehen aus 66 Büchern. Die römische Bibel besteht aus 73 Büchern. Ja? Eine normale evangelische, freikirchliche oder auch die meisten Bibeln auf der Welt, die bestehen aus 1189 Kapiteln. Die römisch-katholische Bibel besteht aus mehreren hundert Seiten mehr. Ja? Auch das wurde im Konzil von Trient festgelegt. Das andere ist aber, dass die Bibel unterschiedlich stark gelesen wird und häufig auch gar nicht. Ja? Ich möchte dazu was sagen. Ja? Ich halte das für einen großen Fehler. Klar, dieser Kanal hier heißt Mach dich Hashtag Bibelfit. Was hast du denn sonst erwartet? Aber es hat seine gewisse Logik. Ja? Weißt du, wenn die Bibel nur bruchstückhaft abbilden würde, was Gott sagt, ja? Und mal ganz ehrlich, der Denzinger, ja? Und auch der Katechismus der katholischen Kirche, die sind ja sowieso umfangreicher als die Bibel, und am Ende sowieso das gilt, was die Kurie sagt. Wieso dann, rein logisch, wieso soll ich mich denn als Gläubiger dann so auf die Bibel fixieren? Weißt du, was ich meine? Da haben viele hier das Hauptproblem der römisch-katholischen Lehre identifiziert und dem stimme ich in großen Teilen zu. Dass in der römisch-katholischen Theologie häufig so viel zur Botschaft hinzugefügt wird, dass es sie überlagert, ja? Während in der evangelischen liberalen Theologie im Gegenteil das Problem ist, dass häufig so viel weggenommen wird, dass wesentliche Bestandteile gar nicht mehr da sind. Mehr zur evangelischen Kirche und evangelischen Landeskirchen in 3 Wochen. Drückt dazu einfach gerne die Glocke unter diesem Video, dann wird dir das auch angezeigt. Was denken viele katholische Kirchenchristen über Jesus? Das ist kompliziert, ja. In der katholischen Theologie ist die Betonung, ist der Fokus, ja, die Scharfstellung, wenn du so willst, ist mehr auf Jesus' Göttlichkeit. Da wird Jesus hauptsächlich als Gott gesehen. Und da geht es mehr darum, wie Jesus sozusagen als Gott ist. Das ist wichtiger als sein historisches Auftreten und was Jesus wirklich real in Farbe und 3D hier auf diesem Planeten bewirkt hat. Ja? Häufig ist ein ganz großes Thema, ja, wird Jesus seine Mutter Maria zur Seite gestellt und ganz häufig wird dann Maria gesehen mit, ja, die positive menschliche Attribute hat. Das heißt, Jesus hat sozusagen diese göttlichen Attribute. Jesus ist häufig, haben viele von euch geschrieben, für uns irgendwie so unerreichbar. Er ist sozusagen dieser jenseitige Gott im Himmel. Aber Maria, die ist irgendwie menschlich, ja, mit der können wir uns irgendwie identifizieren, da haben wir irgendwie eine Bindung mit oder so, ja. Und de facto, ich weiß, es ist in der katholischen Theologie, es ist so ein ganz, ganz feiner Grad, aber in der Realität ist es einmal ganz häufig so, dass Maria einfach in der Tatsache angebetet wird, ja. Falls du möchtest, ja, dass ich mal ein Video mache nur über Marienverehrung, dann klick einfach auf die Glocke und schreib hier einen Kommentar unter diesem Video, weil das mache ich sehr, sehr gerne. Und auch wenn Marienverehrung falsch ist, ja, und viele Katholiken in der Community haben das ja selbst gesagt, ja, die Hintergründe hinter Marienverehrung sind deutlich, deutlich spektakulärer, als du vielleicht gerade denkst. Wie leben viele katholische Christen ihr Christsein im Alltag? Also, das hängt ganz, ganz viel von den Traditionen ab, der jeweiligen Umgebung, ja, und in welcher Intensität die gelebt werden, ja, zum Beispiel bestimmte Liturgien, also bestimmte Gottesdienstabläufe, bestimmte Hymnen und so weiter, bestimmte fixe Gebetsrituale, Rosenkranz, Ave Maria und ähnliches, ne, zur Beichte gehen. Häufig ist natürlich Heiligenverehrung, die je nach Landstrich eine Rolle spielt, ja. Und je nach Landstrich gibt's auch eine unterschiedliche starke Bindung an die Institution Kirche selbst und an deren Repräsentanten. Ja? Jetzt musst du wissen, Übertritte zum Katholizismus, dass also ein Mensch sich entscheidet, katholisch zu werden, die kommen sehr, sehr selten vor. Sehr selten. Ja? Dass ein Atheist einfach Christ wird und dann ausgerechnet katholisch, ganz, ganz selten. Ja? Das heißt, der katholische Glaube, katholisch, wirst du meistens, ja, durch dein Umfeld und durch die Rituale in der Kindheit, du wirst einfach in eine katholische Familie reingeboren und dann vererbt sich das irgendwie so weiter. Was denken viele katholische Christen darüber, anderen von ihrem Glauben weiterzuerzählen?
Naja, also ich persönlich kann mich an ein Interview erinnern mit einem großen katholischen Radiosender, das ist jetzt schon eine Weile her, wo mich im Vorgespräch, bevor wir dann auf Sendung gingen, die Moderatorin fragte, Herr Voss, warum glauben Sie eigentlich, dass das so wichtig ist, anderen Menschen vom Glauben weiterzuerzählen? Wo ich so dachte, und es wird jetzt vielen Leuten hier so gehen, wo ich dachte, also das war so offensichtlich für mich, dass ich erstmal wirklich überlegen musste, was ich darauf antworte. Das war echt ein ganz, ganz großes Ding. Und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht im Nachgang zu dieser Frage. Und was auch viele von euch hier, die katholisch sind, in dieser Community hier geschrieben haben, ist, viele Katholiken, und es gibt sicherlich eine Menge Ausnahmen, aber es scheint so eine Tendenz zu geben, dass viele katholische Christen in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert sehen das häufig einfach als unnötig an, anderen von ihrem Glauben zu erzählen, weil Katholizismus ist sowieso irgendwie allgegenwärtig und katholisch wird man irgendwie durch die Familie. Warum das überhaupt tun? Das ist ja irgendwie unnötig. Das heißt, ganz häufig wird Mission, Aktivismus, Glauben weitergeben, wird als unnötig gesehen. Und damit kommen wir zum abschließenden Teil, auf den viele Leute hier gewartet haben. Was sind denn die Gefahren in der römisch-katholischen Kirche? Also, ein gewisses elitäres Denken, ja, dass man selbst denkt, dass man die Gemeinschaft ist, die am nächsten an der Wahrheit dran ist und dass ja, die anderen, die müssten halt irgendwas anderes besser machen und so. Du, das gibt's in jeder Gemeinschaft. Das können wir aus der Gleichung rausnehmen, ja. Da bin ich selbst keineswegs frei davon und ich will das auch nicht verheimlichen. Was die römisch-katholische Kirche aber ganz besonders betrifft, sind strukturelle Probleme, nämlich folgendes. Erstens, sexueller und emotionaler Missbrauchsfälle von Schutzbefohlenen, ja. Damit du mal ein Gefühl von den Größenordnungen hast, ja. Allein die Liste der Bistümer, nicht der Einzelfälle, sondern der Bistümer, in denen sexueller Missbrauch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vorkam, nur die Liste von diesen Bistümern passt nicht auf eine A4-Seite. Und diese Liste wurde erst letzte Woche ergänzt. Mal wieder. Das heißt, wir haben im deutschen Katholizismus, im Katholizismus in Mitteleuropa, haben wir ein absolut flächendeckendes Problem von schwerster Kriminalität. Die katholische Kirche selbst gibt in einem halbherzigen Statement zu, dass bis zu einer von 20 Priestern nach ihrem Kenntnisstand pädophil tätig war oder ist, also sexuelle Erfahrungen mit Minderjährigen hatte oder hat, ohne Dunkelziffer. Und eine spätere Studie, die das beschwichtigen sollte, dass bestimmt nicht mehr als einer von 20 Priestern ist, über die wir hier reden. Die stellte sich später raus als von der katholischen Kirche bezahlt und basierte auf freiwilligen Eigenangaben der katholischen Kirche. Und weil sehr viele katholische Priester in sogenannten Entwicklungsländern tätig sind, wo das Machtgefälle zwischen Amtsträgern und zwischen Laien, also denen, die kein Amt innehaben in der katholischen Kirche, wo das noch viel stärker ist als selbst bei uns schon, ja, und wo Verbrechen noch viel, viel leichter zu verbergen sind. Deswegen befürchten viele Experten eine katastrophale Dunkelziffer, die über einer von 20 Priestern weltweit gesehen deutlich hinausgehen könnte. Und dass in der Vergangenheit die katholische Kirche eine Art Paralleljustiz aufgemacht hat, ja, das heißt, dass sie Dinge, sexuelle Missbrauchsfälle, nicht zur Anzeige gebracht hat, ja, dass sie aktive Vertuschung geleistet hat, Strafvereitlung, Justizbehinderung, dass sie Täter geschützt hat, ja, dass sie Täter, die nachweislich Täter waren, wieder in ähnliche Situationen eingesetzt hat, wieder mit Schutzbefohlenen, ja, oder sogar ermöglicht hat, ja, dass Kollegen mit Kollegen, ja, sogar häufig Vorgesetzte mit Untergebenen diese Straftaten geplant und durchgeführt haben. Es tut mir leid, das ist schlicht organisiertes Verbrechen. What's wrong with you people? Und wenn ich eine abschließende persönliche Bemerkung machen darf, was ich nicht verstehe, ist Folgendes. Du hast eine Organisation in Deutschland, von denen die allermeisten Mitarbeiter ohne Frage genauso unschuldige oder schuldige Bürger sind wie alle anderen auch, bei denen es aber auch eben eine jahrzehntelange Vorgeschichte von schweren Verbrechen gegen die Menschheit gibt, und die bis in allerjüngste Zeit in flächendeckende organisierte Kriminalität zu abertausenden Fällen verwickelt ist. Was immer auch die Ursache davon ist, bei jeder anderen Organisation, bei jeder anderen Partei, bei jeder anderen Firma, die eine so enorme Prävalenz für flächendeckende organisierte Kriminalität aufweist, hätte man schon längst versucht,
Spitzel und V-Männer einzuschleusen, um die wenigen Gewalttäter so früh wie möglich zu identifizieren und zu isolieren und der Sache auf den Grund zu gehen. Mein Wissen ist hierzu unvollständig und ich gebe zu, dass das nicht mein Spezialthema ist. Aber hast du schon mal von einem einzigen Fall gehört, dass man versucht hätte, Spitzel oder V-Männer in die katholischen Kinderheime, in katholische Orden oder katholische Schulen einzuschleusen, um denen auf den Grund zu gehen? Ich verstehe das nicht. Wieso haben wir hunderte von V-Männern in dieser Winz-Partei von NPD? Wieso haben wir Dutzende von Spitzel bei der albanischen Mafia und bei den Hells Angels? Aber scheinbar, wenn du es besser weißt, dann sag's mir gerne in den Kommentaren. Scheinbar kein einziger Undercover-Ermittler eingeschleust in solche Hotspots von Kindesmissbrauch. Ich verstehe es nicht. Gefahr 2, die ihr seht, ist ein großer Problemfall, nämlich dass die Kleriker, also die Leute, die in Amt und Würden sind in der römischen katholischen Kirche, dass die außerhalb vom Klerus, also außerhalb von Menschen, die zu ihrem Stand gehören, ja, häufig keine richtigen Kontrollstrukturen haben, häufig keine externen Kontrollinstanzen. Ja. Wir zum Beispiel haben in Demokratien in Deutschland häufig eine Gewaltenteilung, kennst du ja, Judikative, Legislative, Exekutive und so weiter, die sich alle gegenseitig in Check halten. Das ist etwas, was in vielen römisch-katholischen Hierarchiestufen massiv ausbaufähig ist. Drittens haben viele von euch geschrieben, und da könnten wir jetzt auf ganz viele Beispiele eingehen, aber ich überspringe es einfach mal, schreib es gerne in die Kommentare, wenn du dazu was beitragen möchtest, ist, dass in weiten Teilen der katholischen Kirche, habt ihr das Gefühl, dass es eine überzeichnete Autoritätshörigkeit gibt. Das heißt, dass man sehr, sehr folgsam ist gegenüber Obrigkeiten, was natürlich die Probleme von eben, die Kontrollstrukturen und die Missbrauchsfälle, nur begünstigt, wenn nicht sogar verschlimmert. Viertens, unabhängig von der Kriminalität. Wir haben hier nicht nur mit Korruption zu tun, wir haben hier auch schlicht und einfach zu tun mit Günstlingswirtschaft, die in vielen Fällen in der römischen Kurie vorherrscht. Das heißt, wer schuldet wem einen Gefallen, eine Hand wäscht die andere und so weiter. Und schlicht und einfach Missmanagement. Das heißt, man muss einfach wirklich festhalten, dass die römisch-katholische Kirche in sehr weiten Bereichen, in oberen Management-Ebenen, schlicht und einfach schlecht und ineffizient geführt wird. Und dass das ein Problem ist, was natürlich Auswirkungen hat wie eine Wellenbewegung in alle anderen Bereiche, das, glaube ich, kannst du bei jedem DAX-Konzern schon so beobachten. Ne? Also schwierig. Das fünfte, was ihr gesagt habt, ist, dass es berechtigte Fragen gibt nach der Kritikfähigkeit und nach der Reformbereitschaft und nach dem Bezug zur Lebensrealität der Mitglieder der katholischen Kirche. Das heißt, ihr habt immer wieder gesagt, inwieweit ist die katholische Kirche an sich kritikfähig? Inwieweit sind katholische Obere kritikfähig? Inwieweit sind die oberen Hierarchieebenen wirklich kritikfähig und bereit, sich Kritik anzunehmen? Würde ich jetzt ergänzen, wenn ich darf. Inwieweit kommt Kritik eigentlich bis zu den oberen römischen Hierarchieebenen durch? Ja? Ist es da nicht wie bei vielen mächtigen Institutionen, wie bei vielen Staatslenkern, wie bei vielen Konzernlenkern, dass die teilweise abgeschirmt sind in einer Blase und gar keinen richtigen Bezug mehr zur äußeren Welt haben? Das ist ein Problem. Inwieweit ist die katholische Kirche reformbereit, ja, auch in Dingen, die nicht aus ihrer Sicht heilsrelevant sind, wo es um Nice-to-haves geht? Und inwieweit haben sie in Bezug zur Lebenswelt ihrer Mitglieder? Ja? Ich will nur das eine Beispiel ansprechen, das Thema Kondomverbot. Das Thema Kondomverbot. Ja? Während Millionen Menschen in Südafrika, in Botswana und in Zimbabwe an den Folgen des HIV-Virus sterben, besteht die katholische Kirche und die katholische Kurie bestand lange, lange Zeit, jetzt wurde es teilweise ein bisschen relativiert, für Jahrzehnte auf einem absoluten Kondomverbot. Was glaubst du denn, was passieren wird? Infolge dieses Kondomverbots sind nicht nur deswegen, aber sicherlich begünstigt und verschlimmert deswegen, aber Millionen Menschen nur in diesen drei Ländern gestorben. Verstehe mich richtig, ich bin auch für Selbstbeherrschung und auf biblischer Grundlage sollten wir alle für Enthaltsamkeit sein für Unverheiratete. Das sage ich selbst als unverheirateter Mann. Aber das mit dem HIV-Virus in Afrika und das jahrzehntelang bestehende unverrückbare Kondomverbot, obwohl das die Sache, also das weiß ja jeder Siebenklässler, einfach nur komplett beschleunigt hat, das ist völlig außer Kontrolle geraten. Sechstens schreibt ihr, in der katholischen Kirche ist es häufig, oder kann es zu einem Problemfall werden, inwieweit sie drum ringt um eine zeitgemäße Form, ja? Nicht unbedingt die Inhalte, sondern eher die Frage, wie sollen die Inhalte zeitgemäß ausgedrückt werden? Und das wird je nach Leiter der katholischen Hierarchieebene und je nach der Phase völlig unterschiedlich beantwortet, ja?
Und falls du willst, dass ich ein Video mache zur Rolle von Frauen in der katholischen Kirche, zur der Zölibatsache in der katholischen Kirche, dann drück gerne die Glocke und schreib das unter dem Video, weil das mache ich sehr gern. Und da gibt es einige Überraschungen, die jetzt für dieses Video hier zu viel wären. Punkt 7 ist einfach, dass es wieder Personalmangel gibt in der katholischen Kirche, vor allem in Mitteleuropa. Es gibt einfach zu viele Stellen, die von zu wenigen Mitgliedern, zu wenigen Priesteramtsanwärtern besetzt werden können. Und das führt dazu, kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Firma, aus deinem Betrieb, aus deiner Institution, dass am Ende Leute eingestellt sind, die nicht gut qualifiziert sind. Ist ja klar, wenn man einfach jeden einstellt, weil man einfach an allen Händen und Ecken jemanden braucht, der was machen kann, führt das dazu, dass man Leute einstellt, die man unter normalen Bedingungen nicht einstellen würde. Und das wiederum hat Folgen für Jahre und Jahrzehnte. Punkt 8. In der römisch-katholischen Kirche gibt es leider ein tiefgreifendes, und das ist ein ernstes Ding, und das sollte aus meiner Sicht ernster genommen werden, als ich wahrnehme, dass es ernst genommen wird, ein tiefgreifendes Imageproblem durch die schwer kriminelle Vergangenheit der römisch-katholischen Kirche vom Mittelalter an bis heute und durch die, ja, muss man auch sagen, durch die große, große Komplexität von Glaubensinhalten. Ja. Allein schon, wenn du mal überlegst, die allernötigsten Glaubensinhalte sind hier zusammengefasst in diesem Buch, was an die 700 Seiten hat, der Katechismus der römisch-katholischen Kirche. Und das ist schon, also ohne Theologiestudium, wenn ich hier einfach aufmache, da finde ich schon Professor Fidei Valdensibus Prescripta, da finde ich schon Weihesakramente, finde ich schon sakramentale Gnade, finde ich Mysterium, finde ich lauter Begriffe, die verstehst du als normalsterblicher Mensch gar nicht. Wenn das schon die Kurzfassung für die Westentasche ist, schwierig. Ja? Das heißt, die Glaubensinhalte sind so komplex, selbst die Kurzfassung, die ist für einen normalsterblichen Laien, ist praktisch unverständlich, ja. Und da reden wir noch gar nicht mehr von diesem schönen Danziger hier und der mehr wiegt und umfangreicher ist als die meisten Bibeln, ja. Auch Rituale, ja. Allein die einfache Frage, was passiert in der Eucharistie, was passiert in der Firmung, was passiert in der Priesterweihe, welche Sakramente gibt es, wieso und warum. Allein das mal verständlich zu machen, noch nicht mal für Außenstehende, allein für die Mitglieder selbst. Das ist echt ein ganz großes Ding, ja. Und sehr, sehr viele von euch hier in der Community haben geschrieben, ihr wisst nicht wirklich, was eigentlich abgeht im Katholizismus. Ihr wisst nicht eigentlich wirklich, was die Glaubensinhalte sind und warum. Und ihr wisst nicht wirklich, wie die Rituale funktionieren. Und ich glaube, das kann man auch niemandem zur Vorwurf machen. Das ist für ein Gemeindemitglied schon sehr, sehr schwer verständlich und für jemand Außenstehendes fast unmöglich. Ich als Theologe, ich habe Jahre gebraucht, um die Basics zu verstehen. Und es gibt immer noch eine Menge Dinge im römischen Katholizismus. Da begehe ich mich vollkommen auf Glatteis. Also das ist ein Ding, das macht es nicht unbedingt einfacher, ja. Und das ist auch ein Imageproblem, weil keiner versteht, was die römisch-katholische Kirche tut und warum es der geht. Schwierig. Da ist dann ein ganz, ganz großer Unterschied einfach zwischen dem, was im Glauben gelebt wird und dem, was bei der Gemeinschaft ankommt und bei der Gesellschaft ankommt, Entschuldigung. Und das führt zu einer Art von Entfremdung. Schwierig. Und Punkt 9, du hast es schon geahnt, jetzt kommt, was kommen muss. Das 9. große Problem in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ist der tägliche Mitgliederverlust, teilweise 1.000, 2.000, 3.000 Mitglieder pro Tag durch Überalterung. Römisch-katholische Kirchenmitglieder sterben einfach weg, es kommen keine neuen nach. Und natürlich, du ahnst es schon, durch die Kirchenskandale. Also all das zu sagen, es gibt eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge zu tun. So, ich erzähle gleich noch den schlechten Witz der Woche, dann enden wir dieses Video. Aber nimm dir gern vorher gratis mit, das, worüber wir die ganze Zeit reden. Nämlich die Übersicht über die großen christlichen Glaubensrichtungen in Deutschland, die ein Gemeinschaftswerk ist, ja, von hunderten Menschen hier in dieser Community. Eine ergänzende Sache dazu, was sowohl in dieser Videoreihe hier, ja, als auch in dieser Übersicht fehlt, sind orthodoxe Christen in Deutschland, ja. Die überspringen wir nicht, weil die zahlenmäßig unbedeutend wären, sind sie keineswegs, ja. Wir reden hier je nach Statistik von bis zu 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Der Punkt ist aber, dass ich, Markus, ich habe derzeit einfach nicht genug Kenntnisse, um Orthodoxie in Deutschland zu behandeln und deine Fragen zur Orthodoxie hier in den Kommentaren oder auch in dem Video angemessen beantworten zu können. Deshalb gehe ich auf die drei anderen großen christlichen Glaubensrichtungen konzentriert ein, von römisch-katholisch, evangelisch-landeskirchlich und evangelisch-freikirchlich, weil dazu kann ich gern deine Fragen unter diesem Video hier versuchen zu beantworten. In jedem Fall danke an die Hunderten, die hier mitgemacht haben. Dank euch kann ich das hier kostenfrei zur Verfügung stellen. Danke auch an all die Spender, die das hier finanziell überhaupt ermöglicht haben. Deswegen nimmst du gern gratis mit, klick dafür einfach auf den Link hier unter diesem Input.
Ich reiße jetzt noch den schlechten Witz der Woche, aber schreib du so lange gern unter diesem Video, was du aus diesem Input mitgenommen hast und was du gerade im Kopf und auf dem Herzen hast, und ich lese alles davon, wissen viele ja. Ich bin Markus Voss und das war jetzt ein Input zur Nachfolge verstehen. Um auch Nachfolge zu leben und Nachfolge zu verteidigen, mach dich Hashtag Bibelfit. Und dafür lade ich dich ein, jetzt mit den anderen zusammen dieser schönen Glocke deine konfessionsübergreifende Liebe auszudrücken, indem du sie ganz fest drückst, damit, und das ist jetzt ernst gemeint, mehr Nichtchristen in sozialen Medien christliche Inhalte angezeigt werden, die sie ansprechen können. Und das was Gutes. Während du das tust, enden wir jetzt mit dem schlechten Witz der Woche. Sagt ein katholischer Priester zum anderen: Meinst du, wir werden das Ende des Zölibats noch erleben? Antwortet der andere: Wir nicht, aber unsere Kinder vielleicht. Denk mal drüber nach. Wir sehen uns im nächsten Input. Ich freue mich auf dich.